Hallo und herzlich willkommen bei Altendorf. Mein Name ist Sven Kostros und ich möchte euch heute unser Flaggschiff, die F45, vorstellen. Der modulare Aufbau der F45 bietet euch die Möglichkeit, die Maschine ganz individuell nach euren Vorstellungen und Anforderungen zu konfigurieren. Das hat den großen Vorteil, dass die F45 dann genau zu eurer Werkstatt und zu euren Arbeitsabläufen passt. Zunächst gilt es, die richtige Steuerung auszuwählen. In diesem Video geht es um die Elmo-Drive-Steuerung. Das Bedienkonzept der Elmo-Drive-Steuerung basiert auf dem riesigen 12 Zoll Touchscreen, über den wir die Achsen- und Softwarefunktionen anwählen können. Zusätzlich zu den Funktionen der Pro- und Evo-Drive-Steuerung besitzt die Elmo-Drive-Steuerung viele weitere Software- und Anwendungsmöglichkeiten, die ich über das Menü aufrufen kann. Das Hauptmenü unterteilt sich in die drei Bereiche Anwendungstechnik, die Hilfsmittel und die Grundeinstellungen. Ich kann mir aus diesen drei Bereichen jede gewünschte Funktion auswählen und sie hier auf meinen Desktop fixieren. Um euch ein Beispiel der Anwendungstechnik zu zeigen, wähle ich die geometrischen Formen und zeige euch am Beispiel des Dreiecks, wie die Steuerung mir helfen kann, fehlende Werte auszurechnen. Ich habe zwei Werte bereits eingegeben, gebe einen dritten noch dazu und mir fehlen die Winkel, aber diese errechnet mir jetzt die Steuerung. Mit der Exit-Taste komme ich zurück auf den Hauptbildschirm. Unsere Beispielmaschine verfügt über einen elektromotorischen Winkelanschlag und über einen elektromotorischen Parallelanschlag. Die Werte sehe ich hier auf der linken und auf der rechten Seite. In der Mitte sehe ich die Höhe meines Sägeblatts und die Schwenkung des Sägeblatts. Wenn ich das Sägeblatt in der Höhe verfahren möchte, wähle ich das an, ändere die Höhe über dieses Ziffernfeld und bestätige mit der Starttaste. Das Video hat euch gefallen. Unsere Homepage findet ihr in der Infobox und nicht vergessen zu liken und Comments bitte unten. So. Hallo und herzlich willkommen bei Altendorf. Mein Name ist Sven Kostros und ich möchte euch In diesem Video geht es um die Elmo-Drive-Steuerung, deren Bedienstkonzept auf die geometrischen Formen und zeige euch am Beispiel des Dreiecks irgendwas. Okay. Das Bedienkonzept der Elmo-Drive-Steuerung basiert auf dem riesigen 12 Zoll Touch-Display. Mit der existierenden Exit-Taste. Das Bedienkonzept der Elmo-Drive-Steuerung basiert auf dem riesigen 12 Zoll Touch-Display.